Hallo, ich bin Nils von wirkaufendeinauto.de und ich zeige euch in diesem Video, was man im Urlaub mit einem Caravan alles beachten sollte. Jetzt ist das Auto in der richtigen Position, der Caravan ist in der richtigen Position, die Klaue ist genau über der Kupplung. Jetzt müssen wir den Caravan nur noch festmachen. Das machen wir wie folgt. Um ihn festzumachen, drückt einfach hier den Hebel nach oben und dann fahrt langsam das Stützrad runter. Bis ihr merkt, wie beides aneinander greift. Ja, irgendwann ist das Gewicht vom Stützrad weg und ihr könnt den Hebel hier runterdrücken. Das ist gleichzeitig für euch die Kontrolle, dass es auch wirklich beides ineinander gegriffen hat. Wenn euch das nicht reicht, dann kurbelt einfach das Stützrad noch mal runter. Und wenn sich dann das Fahrzeug anhebt, dann wisst ihr, dass beides miteinander fest verbunden ist. Wenn die Kupplung fest ist, das Sicherungsseil dran ist, dann könnt ihr auch schon das Stützrad hochmachen. Dazu einfach achten, dass das Stützrad hier unten auch wirklich richtig in die Führung reingeht. Ansonsten fängt euch das an, auf der Autobahn hin und her zu flattern. Hier lösen. Und dann Stützrad richtig oben einarretieren. Ich würde euch empfehlen, an der Stelle erstmal gleich das Sicherungsseil ranzumachen. Das ist super wichtig. Es wird hier um die Anhängerkupplung gelegt und bei den älteren Fahrzeugen, die diese Öse nicht haben, hat man das immer noch so rumgemacht und hat es festgezogen und dann hing das hier dran. Das ist dazu da, falls das Fahrzeug und der Caravan sich lösen sollten, dass automatisch durch einen Zug die Handbremse gezogen wird und der Caravan bremst, dass er nicht unkontrollierbar in der Gegend rumfährt. Bei den neueren Anhängerkupplungen, wir haben diese Öse hier und die muss auch zwingend genutzt werden. Wie gesagt, es ist sehr wichtig, hier geht es um eure Sicherheit. Nun geht es um den Strom. Hier haben wir den Stecker und hier haben wir die Steckdose. Hier könnt ihr sehen, dass an dem Stecker ein Gewinde dran ist. Dieses Gewinde ist dazu da, um den Stecker richtig in die Steckdose einzudrehen. Dazu im 90-Grad-Winkel hier einsetzen, festdrehen und dann die Kappe rauffallen lassen. Kappe ist dann gleichzeitig noch ein Schutz, dass sich der Stecker nicht wieder rausdrehen kann. Als kleinen Tipp kann ich euch noch mitgeben, bei älteren Fahrzeugen oder älteren Caravanen gibt es unterschiedliche Stecker. Das ist einmal 13-polig und einmal 7-polig. Da solltet ihr auf jeden Fall vorher bei eurem Vermieter nachfragen, was der Caravan für einen Stecker hat, dann könnt ihr das bei eurem Fahrzeug kontrollieren. Falls ihr nicht nachfragen wollt, holt euch einfach für 10 Euro einen Adapter. Das ist auf jeden Fall ein guter Tipp, den ich euch von vornherein schon mal geben kann. Das ist abhängig davon, wie schwer der Anhänger ist. Habt ihr einen Anhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von unter 750 Kilo, könnt ihr mit der ganz normalen Pkw-Führerschein Klasse B fahren. Ist der Anhänger schwerer als 750 Kilo, dann müsst ihr darauf achten, dass in Kombination mit dem Zugfahrzeug beide keine zulässige Gesamtmasse von über 3,5 Tonnen haben. Kommt ihr über die 3,5 Tonnen, ist der Führerschein der Klasse BE erforderlich. Bei der Führerscheinklasse BE dürfen sowohl das Zugfahrzeug als auch der Anhänger eine zulässige Gesamtmasse von 3,5 Tonnen haben. Habt ihr noch einen alten Führerschein und habt dort die Klasse 2 oder 3, dann seid ihr fein raus. Denn das ist gleichzusetzen mit der Führerscheinklasse BE von heute. Allgemein kann man sagen, ihr müsst also immer auf das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers und des Zugfahrzeugs achten. Die technisch maximal zulässige Anhängelast findet ihr in eurem Fahrzeugschein. Unter O1 findet ihr einmal für gebremste Anhänger und unter O2 einmal für die ungebremsten Anhänger. Die Zuladung, die errechnet sich aus der Differenz zwischen dem Leergewicht und der zulässigen Gesamtmasse. Um die Zuladung möglichst gering zu halten, solltet ihr ein paar Tipps beachten. Beispielsweise, dass ihr das Wasser erst an einem Zielort auffüllt, um nicht das ganze Wasser unnötig mitzuschleppen. Oder wenn ihr wieder nach Hause fahren wollt, gleich auf dem Campingplatz die Chemietoilette zu leeren, um auch dort einige Kilo zu sparen. Die schweren Dinge, wie die Gartengarnitur oder die Fahrräder, solltet ihr besser mit dem Auto transportieren. Um euch das Errechnen der Zuladung etwas einfacher zu machen, hier zwei Beispiele für euch.
Sollte die zulässige Anhängerlast des Zugfahrzeugs größer sein als das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers, dann ist eigentlich nur das zulässige Gesamtgewicht des Anhängers zu betrachten. Habt ihr also einen Anhänger, der ein Leergewicht von 200 Kilo hat und ein zulässiges Gesamtgewicht von 1000 Kilo, dann ist die Differenz daraus 800 Kilo. Das ist das, was ihr auf den Anhänger laden könnt. Ist die Anhängerlast eures Fahrzeugs 1000 Kilo und die Stützlast 75 Kilo, dann darf das maximale Gewicht eures Anhängers in dem Fall 1075 Kilo betragen. Nun zieht noch das Leergewicht des Anhängers ab und schon habt ihr die Zuladung. Lasst mich noch mal auf die Stützlast genauer eingehen. Die Stützlast ist genau die Last und das Gewicht, das hier genau auf die Anhängerkupplung drückt. Die Stützlast, die wird beeinflusst durch die Beladung des Caravans. Beladet ihr den Caravan zu hecklastig, dann ist die Stützlast sogar eher negativ und hebt das Fahrzeug an und ihr kriegt eine total instabile Fahrsituation. Ist der Caravan zu kopflastig beladen, dann ist die Stützlast so groß, dass das Fahrzeug nach unten gedrückt wird, die Vorderachse kommt hoch und ihr kriegt Probleme beim Lenken. Bei manchen Fahrzeugen habt ihr Glück und da ist eine Stützlastwaage in dem Stützrad inkludiert. Wenn ihr ein Modell habt, wo das nicht so ist, dann macht es euch nicht zu schwer. Nehmt einfach ein Kantholz, klemmt das unter die Klaue und stellt sie auf eine Personenwaage. In der Regel ist die Stützlast ja 75 Kilo und das schafft jede Personenwaage. Wenn ihr zum ersten Mal mit einem Caravan unterwegs seid, dann denkt dran, dass sich die Fahreigenschaften von dem Caravan und von dem Auto erstmal für euch ungewohnt anfühlen werden. Beispielsweise ist der Bremsweg länger oder auch das Abbiegen wird sich erstmal ungewohnt anfühlen. Mein Tipp an euch ist, wenn ihr den Caravan gerade frisch gemietet habt, sucht euch ein großes Gelände oder einen Parkplatz, der leer ist und übt erstmal das Abbiegen oder Einparken. Dann wird es auch auf dem ersten Campingplatz nicht ganz so peinlich. So, das war's dann auch schon fast. Jetzt solltet ihr aber auf jeden Fall noch mal jemanden nach hinten schicken, der die Lichter mit euch überprüft. Dann solltet ihr Fenster und Türen noch mal kontrollieren, dass sie zu sind. Die Dachluken und die Antennen, dass sie eingefahren sind. Noch mal drin gucken, dass die Ladung auch nicht verrutschen kann. Und dann kann's abgehen in den Urlaub.